Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf der Kallebach. Wir sind im nächsten Monat angekommen. Es ist November und ihr könnt es wohl, glaube ich, unschwer erkennen, wenn ich hier vor dem Favorit stehe mit dem Pöttinger Schneidwerk. Dann steht wieder mal ein Grasschnitt an und zwar der letzte, glaube ich, für dieses Jahr. Es ist ja auch schon November und ihr seht es. Wir sind früh morgens dran, die Lichter sind an, denn die Sonne ist kaum aufgegangen. Ich muss mal ganz kurz schauen, hier mit dem Taschenlämpchen. Mit dem Taschenlämpchen muss ich mal ganz kurz reinschauen. Wir haben hier Stroh und Heu. Und wenn ich richtig weiß, haben wir auch noch Grasballen bei den Kühen. Weil ich muss ein bisschen weiter denken. Denn wir haben zwei Grasfelder ready, die wir jetzt hier schnippeln werden. Mit dem Pöttinger Mähwerk und wir werden einmal Silageballen machen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal auf das etwas größere Feld, auf das größere Grasfeld. Und da machen wir Silage. Und auf dem kleineren hier rechts, da denke ich, werden wir Heu machen und dann einlagern. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite für den Winter, für unsere Tierchen, für unsere Schafe, die natürlich Gras brauchen. Und für unsere Kühe, denen wir natürlich lecker, lecker Mischration gönnen wollen. Dann sollte es kein Problem sein, über den Winter zu kommen. So, Dele, dann müssen wir hier mal rechts rum. Dann fahren wir erstmal auf das etwas größere Grasfeld und dort liegt ja unsere kleine Silagewurst parat sozusagen. So, Dele, dann erstmal ausklappen. Dann hinten ausklappen. Sehr schön, wir machen mal überall Licht ans Fahrrad und dann sollte es losgehen. So, die Ballen liegen hier ein bisschen quer drin, aber kein Problem. Sehr schön, da werden wir wie immer ein kleines Vorgewende fahren und die Ballen, die werden wir dann auch demnächst hier einlagern. Ich liebe dieses Mähwerk, weil da kann man wunderschön aus der Innenansicht auf jeden Fall mähen, hat kein Problem. Man fährt eben den Uhrzeigersinn und dann kann man schön den Feldrand hier abfahren. Sehr schön. Ja, apropos schön, es gibt natürlich auch jede Menge wieder neue Informationen zum LS25 und jede Menge Schlagworte, wie zum Beispiel natürlich die Third-Person-Ansicht. Dann haben wir ja die Unwettergeschichte und das Neueste ist jetzt, oder das Neueste, was ich gerade gelesen habe, der KI-Verkehr wird wohl anscheinend überholen. Das heißt dann wohl nicht mehr hinter uns stehen bleiben und wild hupen, sondern tatsächlich eventuell jetzt auch überholen. Und zeigen, dass die KI KI hat. Naja, lassen wir uns überraschen. Es gibt viele andere Neuigkeiten, wie zum Beispiel die Wasserbüffel. Und angeblich jetzt können die Büffel das Gras wegfuttern. Animal Grazing oder so ähnlich heißt das, glaube ich, als Skript hier auf dem PC. Bei uns hier auf der PlayStation haben wir das leider nicht. Aber zukünftig soll es wohl mit drin sein. Hervorragend. So, wir starten, beziehungsweise wir lassen jetzt hier gleich mal den Helfer arbeiten. Da können wir noch ein bisschen so fahren. Augenblick, Augenblick. Warte, warte, warte. So. Das müsste doch... Ja, ich habe aber Bedenken, dass der mir eventuell... wir machen das anders. Erstmal vorne ausheben. Besser, ich glaube, wir fahren hier rum. Nicht, dass er mir da vorne ins Wasser fährt. So, dann wieder an. Und ab die Post. Weil dann springen wir mal wieder kurz zum Hof. Denn, ihr habt es schon gesehen, ich habe nämlich ein kleines bisschen hier umstrukturiert. Ich gebe zu, ich habe den Lizard hier verkauft, den Truck. Und habe mir jetzt hier einen schönen, schönen Deutz geholt. Den Deutz fahr Agrostar 6.61. Jo, ich glaube auch knapp 142, 43 PS. Den Frontlader dazu, weil dann können wir nämlich mit dem Gerät dann auch immer zum Beispiel zu den Schafen fahren und dort füttern. Der wird gleich zum Einsatz kommen hier, wenn wir Ballen pressen. Aber jetzt erstmal hier mit dem Collation, hier mit dem Case werden wir, und das habe ich euch ja auch angekündigt, wir werden jetzt hier mit etwas kleinerem Gerät arbeiten. Und das hier ist der Schwader. So, schnüppeli schnupp. Und mit dem Schwader werden wir jetzt gleich mal eine Schwad legen und dann mit dem Deutz Ballen pressen. Und dann haben wir ja auch, glaube ich mal, im Gebrauchtshop
einen Wickler, eine separate Wickeleinheit ja besorgt. Die kommt jetzt dann auch endlich mal zum Einsatz. Denn das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, diesen, ich sag immer Wurstwickler, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, diese Endlos-Wickelmaschine gegönnt und haben ja hier die paar Ballen hier aufs Feld gelegt. Und die Maschine ist ja mittlerweile weg. Und dann ist mir noch Folgendes aufgefallen in der letzten Folge. Wie gesagt, ich muss mich jetzt auch erstmal hier ein bisschen orientieren. Aber da komme ich gleich dazu, wenn wir uns den Deutz holen, denn dann zeige ich euch nochmal was. So, dann werden wir das Ganze hier mal ausklappen. 4 Meter paar zerdrückte, glaube ich, haben wir hier Arbeitsbreite. Und das Ganze legt er auf die Seite ab. Kann man das irgendwie ändern? Nein, das kann man nicht ändern. Also das heißt, lasst mich mal kurz überlegen. Wir fahren von der anderen Seite erstmal los. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Da haben wir nämlich hier wieder full die Action auf dem Feld. So, jetzt müssen wir mal so machen. Weil theoretisch müsste er dann auf dem Rückweg ja die Schwarte auf die andere Seite legen. Okay, noch ein bisschen. Dann mal anwerfen. Und dann lassen wir den Helfer mal marschieren, denn wir werden ja immer mit viel Helfern arbeiten. Und ihr seht, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge irgendwas um die 40.000. Dadurch, dass wir ja den Truck verkauft haben und einen etwas günstigeren Schlepper besorgt und auch vor allen Dingen den großen Schwader abgestoßen haben, haben wir hier jetzt mittlerweile ein kleines bisschen mehr Plus. Oh ja, der Fan macht aber auch hier ordentlich Musik auf dem Feld. So, das sieht gut aus mit dem Case. Ja, könnte ein bisschen weiter drüben sein, ne? Aber nun gut, er macht auf jeden Fall, was er soll. Okay, hier haben wir jetzt den Agrostar. Ach Quatsch, doch, natürlich, den Deutz war Agrostar. So, ein bisschen Licht. Dann holen wir uns jetzt mal die Presse. Ja, und er schaltet richtig auch schön durch. Ich finde, hat einen schönen Sound. Der gefällt mir so daneben dran. Wir schauen mal kurz rein. So, hier haben wir nämlich den Wickler. Den werden wir jetzt hier mal zum Einsatz bringen heute. Und hier haben wir unsere schöne Kronepresse. Und die sieht auch schon ganz schön vermacht aus. Und dann habe ich natürlich gesehen, hier steht ja noch ein Anhänger. Und in dem Anhänger sind ja die Karotten drin. Die haben wir noch gar nicht verkauft. Hier 80.000 Liter Karotten. Die haben wir da drin gelagert. Die werden wir dann im Januar. Im Januar ist, glaube ich, der beste Preis, so wie ich gesehen habe. Da werden wir uns dann entsprechend... Ja, ich hoffe, gesund stoßen. Solange haben wir den Anhänger gemietet, sozusagen als Zwischenlager. So, jetzt hängen wir irgendwo. Irgendwo hängen wir. Ach, ja klar, wegen vorne. Ja, da müssen wir ein bisschen... Okay. Ja, es wäre vielleicht besser, wir würden... Aber es geht. Ja, jetzt müssen wir nur hier wieder rauskommen. Ja, es ist und bleibt alles schwierig hier. So, jetzt aber los. Und dann haben wir hier im November auf jeden Fall gut zu tun. Die Felder haben wir soweit ready gemacht. Das heißt, die sind gedüngt. Da war noch ein Grasfeld zu düngen. Das habe ich auch soweit erledigt. Jetzt werden wir also uns hier um den Schnitt kümmern. Und zwischendurch habe ich auch noch ein paar Erdbeeren verkauft aus unserem Schrebergarten, habe Wasser nachgefüllt. Mist müssen wir dann mal holen bei Gelegenheit. Aber ich denke, wir werden auch sowieso dann hier die Tierchen noch diesen Monat alle füttern, damit sie dann gut über den Winter kommen. Und dann werden wir auf jeden Fall beim Kuhstall noch Mist holen für unseren Schrebergarten. Okay, wir sind da. Wie sieht's aus? Klappt das soweit? Ja, ich glaube... Oh, da hat aber irgendjemand die Ballen aber ganz schön zur Seite geschoben hier, unsere kleine Ballenwurst. Oje. So. Müssen wir da was aufklappen? Nee, ich glaube, da müssen wir nichts aufklappen. Müssen wir noch was einstellen? 150. Augenblick, lass mich mal ganz kurz überlegen, bevor wir wieder irgendwas falsch machen. Wir müssen gucken, der Ballenwickler macht Rundballen 150. Das passt. Hervorragend. Dann kann es auch losgehen. Wunderbärchenklärchen.
So, drei Maschinen hier jetzt auf dem Feld. Und es geht schon los. Schmeißt er den automatisch raus? Nee, den schmeißt er nicht automatisch raus. Okay. Und weiter geht's. Ja, jetzt sehen wir da, da hat er... Ja, okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit der Schwarz, mit dem Schwarz da drüber. Noch ein bisschen aufräumen auf dem Feld. So. Ja, es geht auf den Winter zu, 8.34 Uhr und es ist noch dämmerig. Okay, dann fahren wir mal rückwärts und raus den Ballen. So, jetzt überlege ich gerade, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wollen wir mal einmal so ein bisschen ums Feld herumfahren? Ja, aber wir dürfen natürlich den Ballen hier nicht ablegen, sonst kriegen wir Probleme mit unseren Helfern. Okay. Ich denke, es wäre nicht ganz verkehrt, würden wir außenrum ein bisschen wegmachen vom Gras. So. Ja, ist natürlich klar, dass man mit dem Wender bzw. mit dem Schwader haben wir natürlich etwas mehr zu tun, weil er immer hoch und runter fährt, um die eine schwarz zu machen. Aber wie gesagt, wir wollen hier zukünftig eher mit den kleineren Geräten arbeiten, weil wir einfach für die größeren Geräte wenig Platz haben hier auf der Map, beziehungsweise in den Unterständen. Das wird sich natürlich früher oder später ändern, wenn wir hier in diesem Projekt weiter vorwärts kommen und dann natürlich irgendwann mal anfangen auch zu bauen. Dann werden wir mit Sicherheit auch die eine oder etwas größere Halle hinstellen. Ich habe da schon so ein bisschen eine Idee, weil die Fläche oder das Feld bei dem Kuhstall, da könnten wir mit Sicherheit oben bauen. So, da ist wieder voll. Ja, das sieht dann schon besser aus, wenn er hier schwadet, wenn er nicht ganz so weit runterfahren muss. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Jo, 5500, 890 Kilo, das ist schon ordentlich. Ja, jetzt fahren wir mal hier die Schwad wieder runter, dann ist die auch weggeräumt. Sehr gut. Dann einmal über unser zukünftiges Sojabohnenfeld. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. Wir werden dann im, ich denke, April ist die Aussaat. Dann kommt da Sojabohnen drauf. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Könnten wir eventuell dann auch einlagern für, wenn wir uns dann doch dazu entschließen sollten, zum Beispiel noch die Schweinchen zu kaufen. Im Moment ist es ja so, dass wir noch keinen Drescher haben. Der fehlt uns ja. Da haben wir ja gesagt, den werden wir uns ausleihen. Zumindest mal das erste Jahr, denn wir müssen mal gucken, wie wir da finanziell weiterkommen. Und deswegen werden wir auch da erstmal nur die Standardgetreide bzw. die Standardfruchtsorten nehmen, für die wir keinen Maispflücker brauchen. So. Hervorragend. Dann würde ich doch sagen, wenn wir jetzt den nächsten Ballen hier abgeben, dann holen wir uns mal schnell den Wickler und schauen mal, wie das mit dem Wickeln funktioniert, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Weil die anderen zwei Kollegen sind ja gut. Aber Augenblick. Lass mich mal schauen. Irgendwas ist doch mit dem Fendt. Wieso macht er da oben nicht? Augenblick, mein Freund. Da werde ich mal kurz übernehmen. Aushebeln. Hinten ausheben. Und damit mir der Kollege nicht ins Wasser fährt, Augenblick, machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir werden hier nochmal ein kleines Vorgewende fahren. So, einmal vorne runter, hinten runter und los geht's. Ja, ich will mal hoffen, dass mir hier der Case nicht ins Wasser fährt. Also wie gesagt, das Wasser macht mir hier ein kleines bisschen Sorge. So. Hervorragend, jetzt scheint es zu funktionieren. Dann mal hinten abhängen und los geht's. Dann holen wir mal den Wickler und dann will ich sehen, ob wir hier nicht falsch gewickelt sind mit dem Gerät. Aber ich denke, es müsste passen. Ich habe extra aufgepasst eigentlich. Aber ja, manchmal. Aber ich bin mir sicher, dass er sowohl Quader als auch Rundballen wickelt. Also müsste das passen. 150 haben wir ja gecheckt. Aber ich will auf jeden Fall hier safe gehen. So, Dele. Weiter. Ja, das ist halt vorne mit dem Frontlader so eine Sache, ne? Der macht natürlich das Fahrzeug noch länger. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Der Fendt müsste doch jetzt eigentlich durch sein, oder? Ja, aber arbeitet noch ein bisschen, macht da noch was. Wird noch ein paar Restarbeiten haben. Vorsicht, der Baum. So, dann schnappen wir uns doch gleich mal hier den ersten. Ja, jetzt ist der Fendt fertig. Sehr schön. Wir müssen das Gerät ausklappen. Oh, da hat hinten auch ein... Na, wie heißt denn das? Ein Ballendreher? Nicht schlecht, Herr Specht. Müssen wir da irgendwas noch einschalten? Automatische Ablage anschalten? Ja, müssen wir eigentlich nichts machen, gell? Eigentlich nur den Ballen aufnehmen und dann sollte er Spaß haben. Komm, pack ihn. Hervorragend. Macht es auch ordentlich zügig. Da können wir nicht mosern und legt den Ballen schön weg. Gefällt mir gut. Hervorragend. Sehr schön. Dann klappt das ja wie angedacht mit dem Wickler. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das soll es erstmal wieder für die Folge gewesen sein. Es geht jetzt natürlich weiter hier mit dem Pressen und mit dem Wickeln und den Rest, beziehungsweise wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst hoffentlich auch wieder in den Livestreams. Nicht vergessen, donnerstags sind wir dann auf der Alteiche und montags gehen wir auf die Oberschwaben, haben den wunderschönen Hof Schellenberg. Also, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Montags auf der Schellenberg, donnerstags Alteiche im Livestream, 2 Stunden auf YouTube.
ab 20.30 Uhr. Ganz, ganz wichtige Informationen. Ich sage danke und bis die Tage. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.